Hey Freunde, herzlich willkommen zurück zu Factorio. So, wir müssen jetzt hier noch das letzte Idee, bevor wir das immer so machen. Kann man das Ding eigentlich kopieren? Wenn ich das da rausnehme, dann. Bleibt es trotzdem da drin. Okay, so, machen wir hier die Öfen her stattdessen. So, dann können wir das jederzeit von hier aus aufrufen. Ups, so. Bevor ich den Abstand dazu haben. Wenn jetzt auch nicht zu viele werden. Aber wir haben hier schon keine mehr. Junge, so viele Miner hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs auf vier. So, wir schauen mal, dass wir mit ein paar darauf marschieren. Das ist zu lang. Der geht hier hoch und dann darüber. So. Und hier nochmal das gleiche. Oh, das brauchen wir natürlich hier auch noch. So, jetzt brauchen wir noch mehr Miner und da ist dieser Außenposten hier auch fertig eigentlich. Was wir noch machen könnten, wäre natürlich hier auch Artillerie aufzustellen. Vielleicht gar nicht verkehrt, damit die Türme hier ein bisschen weniger Stress haben. Ah ja, und hier brauchen wir noch die Leitungen. Wir sind hier deswegen disconnected. Aha. Interessant. Jetzt passt's wieder. Nehmen wir uns gleich mal mit. Von hier darüber. Hier rundherum. Nicht der schnellste Weg, aber dafür müssen wir keine neuen Gleise bauen, oder?
zumindest nicht hier irgendwie durch unsere Basis bauen. Das wäre ziemlich scheiße. Wobei, man könnte natürlich hier unten durchbauen, aber dann müssten wir trotzdem irgendwo da oben anschließen wieder. Da sollen sie lieber hier durch die Gegend schippern. So wenig Stahl, was hier ankommt. Ist der eh drauf? Ja, da ist drauf getrimmt, dass alles hier oben rauslasst. Okay, Gleise haben wir momentan genug. Ah ja, Kohle. So, wir benötigen Rohre. Nehmen wir noch mal welche extra. Just in case. So, jetzt kommen wir hier aber drüber. Ha! Geht doch. Das ist ein Scheiß, dass wir das Ding hier verkehrt rumgebaut haben. Der ganze. Der komplette Bahnhof müsste auf den Kopf gestellt werden. Na gut, dass wir mehr mitgenommen haben, sonst wäre das schon knapp geworden. Also wäre es sicher trotzdem ausgegangen, aber etwas enger. So, und damit kann jetzt auch der hier befüllt werden. Oh, wir haben noch keine Pumpe unten eingebaut. Das sollten wir vielleicht auch machen. Und wir sind hier auch noch gar nicht angeschlossen. Sicher eine Pumpe. Wow, das ist doch weh. Achso, es kommt von da drüben noch nicht an. Naja, oh, wir haben keine Miner mitgenommen. Nein! Scheiße. Gerade, das ist nur der kleine, das kleine Feld hier, das bringt nicht so viel. Keine Pumpen mehr. Doch, hier. Oh, wir haben sie. Wir haben extra den Platz für die sogar. Ist schön. Haben wir. Wir haben keinen Behälter leider. So, die Pumpe kann jetzt richtig Gas geben und die. Das ja richtig unter Druck setzen. So, also nochmal ein Haufen Miner. Und dann Strom. Strommassen gehen uns auch schon wieder aus. Gut, dass die nicht so weit weg sind. Es füllt sich auf jeden Fall. Noch
eher langsam. Boah, das hat sehr viel verbraucht. Wahnsinn, das hätten wir nicht nochmal 50 extra mitgenommen, wäre sich das nicht einmal ausgegangen. Doch, da oben. Go. Gut, das ist ziemlich voll. Noch, da wird es auch schon weniger. Obwohl es irgendwie wieder so ein bisschen stockt, ist es nicht zu 100% komprimiert. Ah ja, das wird schon gehen. Auf jeden Fall, das wird noch eine schöne da oben nachhelfen. Nachdem hier das ziemlich traurig ist, was hier ankommt. Das ist ja schon eher schwach. Aber das Ganze dann nochmal halbieren hier, da kommt halt nicht viel rüber. Go. Gut gefüllt jetzt noch. Das wird sich sicher gleich ändern, wenn die hier nachlassen, aber nö, die lassen gar nicht nach. Gut, dass wir bei 6 Förderbänder auf 4 gehen, während hier unten nur 5 auf 4 gehen. Und diese 5 natürlich auch noch deutlich weniger leisten. Da werden die Miner schon leer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sind da schon wieder leer. Ja, okay, jetzt ist schon ein bisschen weniger geworden wieder, aber passt. Sehr gut gefüllt. Damit können wir arbeiten. Hier füllen sich langsam die Tanks. Aber das sind, das sind schon fast 3000%. Da müsste eigentlich doch ganz schön was weitergehen. Aber es ist halt jetzt nicht so mega viel. Gut, aber damit ist dieser Außenposten fertig und wir kümmern uns jetzt wieder um unsere Megaschmelze. Damit wir das Kupfer hier mal endlich ersetzen können und das hier ordentlich gefüllt ist, anstatt dann so halb gar daherzukommen. Äh,
Blödsinn, wir müssen zum anderen. Wir haben auch recht viel im Inventar, was nicht hierher gehört. Die Schaltkreise brauchen wir schon gar nicht. Schauen, dass wir hier ein bisschen aufräumen wieder. Braucht wer Schaltkreise? Vielleicht die Prozessorproduktion. Steine können wir dort abgeben. Hoffentlich haben wir hier Platz drinnen. Reserviert. Jupp, der ist aber schon voll. Scheiße. Bitteschön. Bitteschön. Gut, besser geht's nicht hier. Mauern. Brauchst du nicht ein paar Mauern? Einbauen. Ups, falsch. Was, den ganz normalen haben wir hier nicht drinnen? Mann, wieso ist der nicht da? Die werden wir loswerden. Das kann dort rein. Und ne, da müssen wir hier voll dort. Huiuiui. Na, sowas könnten wir vielleicht auch mit der Zeit bauen. Noch schneller unterwegs sein. Da unten wird gar kein Kupfer verwendet. Nur da oben fließt es ordentlich. Warum brauchen wir da unten kein Kupfer? Ist ja alles gerade gut gefüllt dort. Schön. Soll mir recht sein. Wer braucht das? Du. So, Förderband ist hier nirgendwo gelockt. Das sollten wir vielleicht hier mal machen. Just in case. Gut. Das passt dann auch. Damit haben wir jetzt wieder genügend Platz für Landaufschüttung. Und ich renne schon wieder falsch. Oh, hier ist alles voll.
nicht schlecht. So, das war's aber auch wieder für diesen Part, Freunde. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.